Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen, das war gegendert. Ganz einfach eigentlich. Es tut nicht weh. Und ich mache das sogar im Alltag. Freiwillig. Klingt komisch, ist aber so. Ich mache das so, dass Sie mich auch verstehen. Keine Sorge, aufpassen. Für viele Menschen macht das einen riesengroßen Unterschied. Und allen anderen schadet es nicht. So einfach ist das, würde man meinen. Trotzdem haben wir wieder wegen Ihnen von der AfD so eine Diskussion hier im Plenum, in der Sie aufgrund mangelnder Kompetenz in irgendeinem Bereich, also mal ehrlich, was können Sie eigentlich, wieder das Thema Gendern hier aufs Tablett ziehen und ein bisschen Content für die sozialen Medien kreieren wollen. Gleichzeitig jammern Sie, dass man nicht nur übers Gendern, sondern über echte Probleme reden sollte. Okay, gut, so machen wir das. Reden wir darüber, dass Frauen auf dem Weg in die wenigen Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, belästigt und bedroht werden. Reden wir darüber, dass Gewalt gegen queere Menschen auf einem Höchststand ist. Reden wir darüber, dass Geflüchtetenunterkünfte brennen. Und reden wir darüber, welche Rolle die AfD bei diesem Hass und dieser Hetze spielt. Das wollen Sie natürlich nicht. Sie versuchen, Ihre menschenverachtende Ideologie noch irgendwie anschlussfähig zu machen. Und da Gendern für viele Menschen ungewohnt ist, es viele auch nicht machen wollen, ist das also ein Lieblingsthema der AfD. Es ist übrigens total okay, nicht gendern zu wollen. Sprache ändert sich mit der Zeit, nicht durch Zwang. Und den gibt es auch nirgends, egal wie oft Sie das behaupten. Also außer natürlich in Thüringen jetzt, wo die AfD Hand in Hand mit der CDU den Zwang zum generischen Maskulinum durchgesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dabei gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien, die eindeutig belegen, dass die Nutzung des generischen Maskulinums dazu führt, dass Frauen und queere Personen unsichtbar gemacht werden. Beispiel zum Abschluss gefällig: In der AfD sind verdammt viele Faschisten. Da denken wir automatisch an Männer und machen damit die Frauen, die an den Grenzen auf Kinder schießen wollen oder den Staat stürzen wollen, unsichtbar. Dabei sind die eine genauso große Gefahr wie die Männer in der AfD und gehören genauso wenig in dieses Parlament.